Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich heiße Karin Hübinger und wir werden heute weiter im 1. Petrus Kapitel 4 hören, was uns Petrus über das Leiden und über das Gericht zu sagen hat. Ich lese im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 16 bis 17. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wir dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. In Vers 16 geht es zunächst darum, dass wir uns nicht zu schämen brauchen. Auch Christen erfahren Leidvolles. Nur weil wir Christen sind, bleiben wir nicht von Leid vor Ungerechtigkeit verschont. Im Gegenteil, wir sollen dazu stehen, dass auch Christen Leid erfahren. Dafür zu leiden, dass man Christ ist, ist also keine Schande. Als Petrus und Johannes Schläge bekamen, als sie Jesus' Botschaft gepredigt hatten, freuten sie sich, denn sie sahen es als ein Zeichen an, dass ihr Dienst Gottes Zustimmung fand. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 5, Vers 41. Ich zitiere: Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Das heißt jedoch nicht, dass wir das Leid bewusst suchen sollen, sondern wir sollen weiterhin für Christus einstehen, auch wenn wir dafür leiden werden. Eins muss uns klar sein: Wenn sich jemand als Christ bekennt und nicht so lebt, dann entehrt er Gott. Jedoch wer dazu steht, dass er Christ ist, der verherrlicht Gott mit diesem Namen. Ich lese weiter, Vers 17. Denn die Zeit ist angebrochen, es ist Zeit. Das besagt, jetzt ist Gerichtszeit. Hier geht es nicht um das Gericht am Ende der Zeit, sondern hier geht es um die Reinigung, um die Züchtigung, um die Läuterung der Gemeinde, aber die Läuterung durch die liebende Hand Gottes. Die Gemeinde muss wissen, dass Gott nicht nur die Sünden der Ungläubigen straft, sondern auch die Übeltäter deren, die glauben, Gericht bedeutet Bestrafung der Sünden. In Jeremia 25, Vers 29 lesen wir von einem Strafgericht, das bei der Stadt Gottes beginnen soll. In Vers 17 steht: Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Das sagt uns, Gott nimmt die Sünden bei seinem Volk besonders ernst. Auch in Sprüche 3, Vers 12. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Es ist Zeit oder die Zeit ist da. Petrus macht uns ganz deutlich, so geschieht es auch jetzt bei uns, denn die Endzeit hat mit Jesus' Geburt begonnen. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Sünden bekennen. Wir müssen Buße tun und zu Jesus zum Glück kehren. Wir lesen weiter. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann das Ende sein? Ja, wie wird das Ende aussehen? Bei denen, die Gottes Botschaft schon gehört haben und es ablehnen und die damit den Gehorsam gegenüber Gott auch verweigern. Sie werden ohne den Retter, Jesus Christus, in das Gericht gehen. Ich lese weiter, Vers 18 bis 19. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die,
die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut ist. Petrus zitiert hier aus Sprüche 11, Vers 34. Es ist eine Bekräftigung aus dem folgenden Vers. Er sagt damit nicht, dass die Erlösung durch das Ertragen persönlicher Anfechtungen oder durch Werke erlangt werden kann. Er sagt einfach, dass die Geretteten nicht von Bestrafungen, die immer die natürliche Folge der Sünde sind, ausgenommen werden. Auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6 bis 7, lesen wir: Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Das heißt, wir sollen Gott vertrauen, denn als unser Schöpfer weiß er am allerbesten, was wir als seine geliebten Geschöpfe benötigen. Ein Hauptanliegen des ersten Petrusbriefes ist es, die Brüder und Schwestern zu mahnen, dass sie unter allen Umständen Gutes tun, dass sie sich auch nicht durch erlittenes Leiden, durch erlittenes Unrecht davon abhalten lassen. Das ist das Hauptanliegen von Petrus. Wir werden in der nächsten Morgenbibelstunde ab Kapitel 5 einiges über die Anforderungen an die Ältesten hören. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Betet füreinander und vor allem bleibt gesund.